Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, es ist bereits die Nummer 64. Heute haben wir bis auf zwei Mods alles aus dem Mod-Hub, dementsprechend entweder In-Game-Mod-Hub oder von der Seite an sich. In-Game-Mod-Hub kann ich natürlich nicht verlinken, da könnt ihr natürlich aber als erstes gucken. Und ich habe die anderen Sachen aber auch zusätzlich nochmal als Link unten reingepackt. Die zwei Mods, die nicht daherkommen, haben natürlich einen Link unten drin und die anderen haben einen Link, die euch direkt zu der Giant-Seite dann führt. So, das erste gute Stück, was von der Giant-Seite kommt, ist der Fliegel, den ihr seht, nämlich ein Silage-Roller. So simpel ist es, wenn ihr das Ganze verdichten wollt, dann seid ihr hiermit genau richtig. Funktion, kann ich simpelst mal zeigen, also man macht das Ganze runter und man fährt los. Das ist schon der ganze Trick, das ist das, was er macht. Was eine schöne Geschichte ist, ist, wenn man das Ganze abkoppelt, dass er hier vorne eine kleine Stütze hat, die sogar runterfährt. Finde ich sehr gut. Das zeige ich euch nochmal. Geht nochmal ran, dann geht die Stütze hoch. Seht ihr selber. Und wenn ich ihn runterlasse, dann eine Stütze, dass er ein gutes Stück nicht umkippt. Und hinten genau das gleiche. Also finde ich gut gemacht. Hat man also an alles gedacht. Findet ihr dementsprechend natürlich, wenn ihr das Ganze dann mal geholt habt, hier im Shop bei Schiebeschildern. Da sind sie es. Und da haben wir den guten Roller. 9077, warum auch immer der Preis so ist, ist 3 Meter. Man kann sonst nichts weiter einstellen. Ist halt, da seht ihr auch die beiden Stützen nochmal. Ja, ist halt ein Silage-Roller, um was zu verdichten. So simpel ist es. So, das war Mod Nummer 1. Die stammt aus dem Mod-Hub. Sage ich jetzt immer mal gleich dazu, was woher kommt, damit ihr wisst, ob ihr es in-game oder halt von der Giant-Seite direkt holen könnt. Ja, den guten Paus haben wir hier dementsprechend noch. Ich springe mal eine Runde rein. Hat auch einen eigenen vernünftigen Motorsound. Besonderheit hierbei war, ich konnte hinten die Dreieranhängung dementsprechend auswählen oder eine normale Anhängerkupplung. Das heißt also, hier könnte man sogar was direkt hinten dran klemmen, was die Dreieraufhängung hat. Ist sonst natürlich, man kann damit arbeiten, sag ich mal, das hätte ich fast gesagt. Ihr habt natürlich den Teleskop-Part hier vorne zum Rausfahren. Zeige ich ein bisschen weiter, mal so ist es einfacher. Ne? Von innen dementsprechend standardmäßig auch hier das Ganze fängt an zu leuchten, sobald ihr es anmacht. Auch die Knöpfe sind beleuchtet. Und so sieht es auch von außen mit Licht aus. Hat, wenn man es dementsprechend wählt, auch noch eine passende Arbeitsleuchte dazu. So, zeige ich euch natürlich auch mal im Shop. So einfach ist das. Da werde ich es jetzt mal ganz einfach machen und wir gehen einfach mal unter P. Weil man kann ja auch dementsprechend nach den Firmen suchen. Viele machen das so gar nicht, aber wenn man was sonst nicht findet oder sich nicht ganz sicher ist, worunter das denn einsortiert ist, dann sollte man es eigentlich hier finden. Da haben wir es, Paus. Da seht ihr es. Und da habt ihr auch das gute Stück zur Auswahl. 117.550, fährt 40, hat 101 PS und hier seht ihr selber, ihr könnt die Standardreifenhersteller oder Nokian wählen hier. Design ist halt mit Rundumleuchte oder ohne und ihr könnt also die Standard-Anhängerkupplung wählen oder halt die Dreipunktaufhängung, so wie ich es gerade schon sagte. Ja, das ist das gute Stück. Auch den findet ihr in der Ingame-Variante wieder. So einfach ist es. Ja, den Mercedes hier, den findet ihr nicht in der Ingame-Variante, da unten habt ihr unten aber den entsprechenden Mod. Von der Oberfläche hier seht ihr selber, dass es noch das eher ältere Texturensystem ist. Der Ansatz ist aber sonst soweit schon super. Hat einen klassischen Sound, wenn ich hier so hin und her fahre. Licht funktioniert dementsprechend auch schon. Ne, auch wenn wir dementsprechend von innen hier gucken. Normale Innenausstattung. Ne, altes Bett noch dahinter. Ist halt ein alter LKW. Ne? Passiert sonst nicht viel. So sieht das Ganze aus. So. So sieht das Ganze von außen aus. Da die Aufhängung. Halt ein simpler Trakt, kleiner LKW, ne? Der auf die alten Mercedes steht und sagt, okay, das ist es schon. Sonst vielleicht gibt es auch noch dementsprechend ein Update mit den passenden neuen Texturen. Da muss man halt dementsprechend einfach mal gucken. Ich wollte mal den 1519 hier mit an den Start bringen, damit die Leute sehen, gibt es auch. Hier unter Mercedes steht da sogar drin, da habt ihr es, ist nur mit 30.000 angesetzt, ist mit 500 PS angegeben. Man kann halt die Reifen noch wechseln zu Breitreifen,
Ob die da unbedingt so super zu passen, ist eine andere Geschichte. Ich fand die halt besser, muss ich sagen. Und die Felgenfarbe könnte man noch wechseln. Das ist dementsprechend das, was noch vorgegeben ist. Ja, also wie gesagt, schon mal ein schöner Einstieg. Mal gucken, ob es eine Verbesserung noch gibt oder noch eine Erweiterung von gibt. Aber sonst in dem Sinne schon ein schöner Ansatz für eine Mod. So einen alten Mercedes ist mal was Schönes. Ich warte ja noch immer auf vernünftige MB-Trucks für den LS19. Für den 17er gab es ja ein paar schöne Mods, aber mal gucken, wann das kommt. So, das ist wie gesagt eine extra Mod. Das ist eine der Forbidden Mod Links, den ihr unten findet. Die nächsten drei sind wiederum über den Mod Hub dementsprechend zu kriegen. Und das gute Stück hier, Laumetris, habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Version auch schon vorgestellt. Ist ein 4 Meter grubber. Ja, technisch stellen wir mal vor, man fährt halt gut runter und fährt damit los. Das dürfte eine der Varianten sein, die ich sogar schon in einem meiner Let's Plays, nämlich auf der Ravenport dementsprechend schon benutze. 4 Meter Arbeitsbreite. Kann man nicht viel mit falsch machen. Ne? Auch nicht das teuerste Gerät. Dann haben wir hier noch den RC180. Ne? Ist alles Biobells jetzt in dem Sinne dann da. Und das ist halt ein Mähwerk. Ne? So ist es. Ich mache es an. Unten seht ihr, wie sich das Ganze anfängt zu drehen. Der Motor sitzt oben drinne. Ich lasse das Ganze runter und dann ja, würde es jetzt erschreckenderweise mähen. So simpel ist es. Ihr seht, da sind die Touren. Wir machen das Ganze wieder aus. Dann haben wir den Spaß schon. Und von der gleichen Firma, seht ihr da, Biobelz, haben wir auch hier die schöne Schaufel, die schön verzinkt aussieht, so wie es aussieht. Ist eine Schaufel, ne? Brauche ich natürlich dann auch nicht viel zu sagen, zeige euch dementsprechend gleich nochmal im Shop, klar. Ist halt eine Schaufel. Literanzahl und sowas folgt jetzt. Hier werde ich auch einfach mal über die Laumetris-Geschichte gehen. Da seht ihr es, 8500, 110 PS bei 4 Meter. Man kann die Farbe dementsprechend noch wählen, wenn man gerne sowas in Pink hätte. Ist auch das machbar. Kostet allerdings auch richtig Geld, muss ich gerade feststellen. Könnte auch in Blau nehmen. Ich habe das Grün gelassen gehabt, weil es natürlich auch hier oben, seht ihr selber, die Farbe vom Hersteller mit ist. Ja, 4 Meter, 8.500, kann man sich wirklich nicht beschweren. Schönes Ding. Jetzt gehen wir mal nach vorne, alphabetisch nach Biobelz, das seht ihr auch. Da haben wir sie drin, das ist die Frontladerschaufel, 1.780 Liter, also eine schöne Größe. Die Standardvariante hat ja nur knapp, ich glaube, 960 oder 980, sowas in der Richtung. Also da kann man dann schon was mit anfangen. Hier das Mähwerk, auch sehr günstig, ist nur 1,80 Meter, braucht aber nur 16 PS und kostet auch nur ganze 1.000. Ne? Also auch eine schöne Geschichte für Leute, die sagen, ich möchte das letzte Stückchen Gras auch vom Seitenstreifen runter haben. Mit dem Teil gelingt es euch, Seitenstreifen zu mähen. So simpel ist es. Ja, was ihr hier noch seht, das stelle ich euch gleich mal hier im Shop vor. Das sehen wir uns nämlich als nächstes an. Das ist auch Biobelz, das ist der Hänger dementsprechend für den Transport von richtig Holz. Ne? Sieht auch sehr gut aus, ist eine Drehschemelaufhängung. Man kann die Farben dementsprechend hier dann auch ändern. Ah, okay. Ich kann auch mal eine ganz tolle Variante daraus machen. So, das ist, glaube ich, jedes Farbschema vorgegeben. Und ja, ist halt ein Drehschemelhänger dementsprechend für Holz. Ich tippe mal so Richtung, ja, 6 Meter ungefähr, 6 bis 8 Meter vielleicht. Ich würde ja sagen 6. Und müsst ihr halt dementsprechend mal ausprobieren, was ihr da raufnehmt. Und ja, auch hier Biobelz ist mit dazugekommen. Ist alles, was auch original im Mod Hub drin ist. Deswegen hier auch schön als neue Firmenbezeichnung mit da drin. Ne, wir haben die Jungs hier ja dementsprechend gesehen. Deswegen laufe ich jetzt hier einmal um die Ecke, damit ihr ihn dann auch mal in naturell seht. Das ist das gute Stück Biobelz Fahrzeugbau, wo man dann überholen soll und wo nicht. Ne? Und auch hier. Seht ihr selber, ganz normale Lichtvariante. Ich habe jetzt extra mal die Lichtvariante gemacht, weil nochmal, klar, geht so das Licht an. Dann geht das Arbeitslicht hinten vom Traktor an. Und bei der dritten Variante geht hier hinten auch noch ein Arbeitslicht an. Seht ihr das? Die beiden Scheinwerfer noch. Finde ich also sehr schön gemacht. Kann man also sehr, seht ihr selber, ne? Ist eine Möglichkeit, schön gegen die Laterne zu fahren. Ich mache jetzt hier mal die übliche Drehschemelfehler, damit man sieht, dass es auch einer ist. Ne? Man kann natürlich schön eng rumkommen, so. Ist ein schöner kleiner Hänger, finde ich gut. Ne? Werden viele bestimmt Spaß dran haben.
So, gut, ja. Was haben wir denn noch? Wir haben noch was. Ja, wir haben noch zwei, haben wir auf jeden Fall noch. Deswegen lasse ich mich jetzt gerade mal rüber. Hier sehen wir es. Karel, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich möchte es jetzt nicht, ne, aber ihr seht selber, ne, Stieler, das ist eine Spritze. Und zwar gab es die oder die in einer ähnlichen Form auch schon im Landwirtschaftssimulator 2017. Jetzt für den 19er, aber halt nicht nur als Flüssigdünger-Variante, sondern auch als Giftspritze auf dem Deutsch. Ja, wir klappen sie mal auseinander, damit ihr diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die mal sehen. Ich glaube, ich fahre noch ein Stück zurück, sonst könnte es vielleicht Ärger geben hier mit den Tankstellensystemen. Es ist ja nicht gerade klein. Es passt ja aber hin. So, ja, da seht ihr das gute Stück. Funktioniert, Tank sieht schön schnittig aus, Farben schön gemacht, hinten Licht dementsprechend funktioniert, so soll es sein. Ja, und so würde man halt jetzt losfahren und den Kram spritzen. Ich mache das Ganze mal wieder zusammen. Ja, hier sieht man auch die kompletten Düsengeschichte und alles, wenn man dich da rangeht. Also sehr detailliert gemacht, wenn ihr euch das hier so anguckt. Ne? Sieht also echt gut aus. Kann nicht anders sagen. Haben sie sich Mühe gegeben. Ne? Schönes Ding. So. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Die können wir wirklich mal ausmachen. Gut, ja, Shop natürlich, klar. Oder hier über den Hersteller. Natürlich würdet ihr sie unter, unter den Spritzgeschichten ganz normal finden wir sonst auch. Das hier ist der Hersteller. Da seht ihr das gute Stück. 66.000, 4.600 Liter Tank. Wir haben Flüssigdünger und wir haben den Giftpart. 28 Meter Arbeitsbreite. Ist ein wunderschönes Mischgerät, Reifenvariante. Das Gute daran ist, hier gibt es auch schön Pflegebereifung. Das heißt also, da kann man original, wenn man Fruchtzerstörung anhat, auch hinterher noch schön die Unkrautvernichtung mit betreiben. Also eine sehr schöne Geschichte, finde ich. So, gut. Dann haben wir noch einen. Nämlich einen, den ich, glaube ich, gestern angekündigt hatte. Ich hatte gestern ja was vom FS, vom Fieldstar Modding, vom SFM-Team dementsprechend drinne. Und habe gesagt, auch dieses Mal kommt was dazu. Für den FS17 gab es ein komplettes Set mit Fortuna-Geräten. Ich weiß nicht, ob sowas noch in Planung ist. Wenigstens sehen wir jetzt hier einen Drehschemelhänger, dreiachsig, auch von Fortuna und natürlich auch vom Fieldstar Modding dann gemacht. So, ich mache einfach hier mal die Klappe auf. Seht ihr, ist in rot-grün Fortuna-Farben gehalten. Sehr schön detailliert gemacht. Ne? Da kann man auch rangehen, da passen die Texturen bis aufs Letzte sozusagen. Auch die kleinen Lämpchen an der Seite, alles geht super toll an. Ne? Und da seht ihr auch die gelben Stützen, weil sobald wir das Ganze hier abmachen, seht ihr hier hinten, liegen die da auch, dass er nicht durch die Gegend rollt. So einfach ist es. Ne? So, ja. Das ist jetzt die Kippfunktion. Er geht dementsprechend dann hier schön hoch, da sieht man das Ganze auch schon. Wenn man ein bisschen Lichtverhältnisse verändern, da sieht man auch von der Seite ein bisschen mehr. So, ne? Natürlich auch die Kornschieber-Variante und sowas da. Und wir können das Ganze auch wieder runterfahren. Ja, wunderschöner Hänger, zeige ich euch natürlich auch im Shop. Würdet ihr natürlich jetzt hier auch unter Fortuna finden. Aber natürlich, ne, da auch das Fieldstar Modding Schild wieder. 26.900, 27.000 Liter. Und nimmt so ziemlich alles mit, was man mitnehmen kann. Also was will man mehr? Und auch hier haben wir noch eine Hauptfarbe. Die können wir noch ändern, wenn ihr sagt, die Plane soll in einer anderen Farbe sein. Zum Beispiel lieber ein Grau oder so. Auch das ist hier machbar. Ne, wie man gerne möchte. Ja, wunderschönes Gerät. Freue ich mich zu, hoffe, dass irgendwann die anderen Fortuna-Sachen auch noch kommen. Die gab es ja damals auch mit Autoload-Varianten und sowas, das war auch ein schönes Set. Genau wie ich hoffe, dass sie auch noch das gute Clickstar-Set noch wieder rausbringen. Das hat mich auch immer sehr viel Spaß gemacht, habe ich auch sehr viel auf deren Karte benutzt, als ich damals die Borcher See gespielt habe.
So, ja, aber mit diesem Fortuna-Hänger sind wir leider schon am Ende der ganzen Geschichte. Ich zeige nochmal Fortuna-Geschichten. Hier hatten wir nochmal, ne, alles hier dementsprechend diesmal am Platz gehalten. Und ja, ich würde mich halt sehr freuen, wenn ihr dann morgen wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Genau wie ein Abo natürlich super wäre. Dann sage ich vielen, vielen Dank und dann bis morgen.